Ich bin auf der Forschung nach der Wahrheit für Heilung. Wie entsteht Heilung? Das interessiert mich unglaublich. Und ich glaube mittlerweile, dass Heilung eben super simpel ist. Und dass nur unser geistiger, menschlicher Verstand es einfach kompliziert macht. Sehr sogar. Ich kann Sehr da auch sogar. klar ein Und Beispiel nehmen, eben was eben beim Joe Dispenza Retreat dann war. genau, das Weil habe glaub, ich ja auch die davor. Frage hast du auch gestellt. Genau. Also ich bin, wann war das? Im Dezember letzten Jahres habe ich den Impuls gehabt, ich schaue mal zu seinem Seminar hin. Jetzt nicht unbedingt wegen seiner Lehren, sondern eher, weil mir das EEG interessiert hat und ich habe gehofft, dass sie das dann drüben machen. War dem nicht so, das machen es dann in Deutschland. Und war dann dort und haben mir das ganze Event mal so angeschaut, waren fast 1000 Leute, die am Strand meditiert haben, war recht interessant. Und nachdem ich halt mich dann ein wenig gelangweilt habe, weil das, was er halt unterrichtet, lebe ich doch schon die letzten 7 Jahre und da gibt es nichts mehr wirklich Neues für mich in dem Bereich. Und habe dann einfach angefangen, ein paar Leute zu heilen. Und das Problem war dann, nachdem das mehrere Leute mitbekommen haben, sind dann immer mehr Leute gekommen und eigentlich wollte ich selbst einen Urlaub haben. Und dann war halt jemand im Rollstuhl und habe ihn dann halt einfach kurz mal berührt und mit ihm ein bisschen geredet. Und ja, was dann entstanden ist, dass er nachher innerhalb von 10 Minuten, der seit 30 Jahren eben von der Brust runter paralysiert ist, auf einmal wieder seine Hüftspinne angefangen hat. Und dann war halt einmal ziemlich geflasht, weil wenn du 30 Jahre paralysiert bist, auf einmal wieder Sachen spüren anfängst. Und dann habe ich ihn halt noch mehr spüren lassen, als er seine Knie wieder spürt. Und habe ihn halt gefragt, das hängt jetzt von ihm ab, ob er jetzt bereit ist, wieder aufsteht, zu stehen oder nicht. Weil dann gehen halt die ganzen Opfer-Täter-Rollen nicht mehr. Und sag du, ist deine Entscheidung, wie du mit deinem Leben weitergehen möchtest. Ich mache dir einfach nur Möglichkeiten auf. Und ja, war eine recht nette Woche, habe sehr viele coole Leute kennengelernt, war dann überhaupt noch 5 Monate in Mexiko und bin jetzt seit knapp 3 Wochen wieder in Europa. Habe dann jetzt eben noch ein Seminar in Wien geben, jetzt eben beim Thomas. Und dann bin ich wieder in Kärnten und ja, Und dann in gibt es noch Berlin. in Berlin, dann noch im Juli, dann in Zypern wird noch ein Wochenende geben und vielleicht noch in München und dann noch eine ganze Woche auf Gozo in Malta. Und ja, mal schauen, was noch alles so im Raum ist. Vielleicht noch Hessen. Mal schauen, was sich ergibt. Und Bin wenn wir nicht so auf jetzt der schon Suche, weil die Leute wollen eh durchgehen, dass sie irgendwie vorbeikommen, aber ich brauche auch ein bisschen mehr Ruhe. eben, das ist ja auch was, man braucht ja auch wieder Zeit, oder? Um sich ein bisschen selber wieder Ja, zu die Sache ist kalibrieren, oder? die, nämlich die ganzen Organisatoren. Für mich ist auch so, die Leute kommen teilweise wegen mir, weil sie halt, also die kommen wegen mir, wegen dem Wissen und weil sie eben sich wieder selbst kennenlernen wollen, um das einmal so zu formulieren. Und das andere ist aber der Host, weil für mich, ich muss dann mit jedem Host auch dann persönlich arbeiten, damit seine Energie einladet. Ja. Und dann merkst du halt, ich habe Leute gehabt, die zum Beispiel finanziell oder businessmäßig überhaupt keine Ahnung haben und komplett im Mangel sind. Und dann muss ich mit denen zuerst arbeiten. Und da haben wir jemanden gehabt zum Beispiel, da hat sie Angst gehabt, weil sie hat, glaube ich, ja, 4 Tage davor nur 7 Anmeldungen gehabt. Und dann habe ich mit ihm gearbeitet eine Stunde und dann waren 19 Anmeldungen am Tag davor. Und 18 sind dann kommen. Und das ist halt einfach, desto mehr du halt arbeitest und schaust, okay, wo sind deine Kanäle, wo kannst du auch nicht empfangen, was auch immer, brauchst du nur diese Programmierungen lösen. Das heißt, ich habe aufgehört, viel mit Energie zu schicken, was ich früher gemacht habe, sondern ich habe viel mehr geschaut, wo sind die Programmierungen im Unterbewusstsein, dass der Mensch selber draufkommt, warum er sich gerade im Weg steht. Wenn Genau. sonst noch was ist, geht halt auf andere Ebenen in die Quantenfelder rein und hol einfach ein Feld rein, dass das einfach integrieren kann. Je nachdem. Also ich habe aufgehört mit allen möglichen Konzepten, weil jedes Genau. Konzept sind einfach Stützräder, egal was Erzähl du jetzt jetzt mal verwendest. dein Konzept. Erzähl mal dein Konzept, das kein Konzept ist. Dein kein Konzept.
Das interessiert, glaube ich, alle. Dein kein Konzept. Ja, wie gesagt, das Problem ist, wir lernen irgendwas und glauben, das ist die absolute Wahrheit. Das heißt, wo ich vor 10 Jahren angefangen habe mit den ganzen Analysen vom Körper, ich bin ja ursprünglich Sportwissenschaftler gewesen und Maschinenbauer, dann hast du einfach gewisse Richtlinien, wie was zu sein hat, wie du zu trainieren hast, etc. etc. Und für mich ist es immer darum gegangen, was ist am effektivsten. Und wenn du jetzt hergehst im Leistungssport, du hast dann einfach die Stereotypen. Und wenn du jetzt aber einen anderen nachtrainierst, wirst du immer hinter ihm sein. Also musst du irgendwas anders trainieren und irgendwas anders machen, um einfach noch mehr aus dir rauszuholen. Du kannst nicht gleich sein, weil sonst wirst du immer hinten nach sein. Und das ist das Problem, glaube ich, bei allen Dingen, wenn wir nicht unseren eigenen Zustand, würden Bewusstsein sagen, unseren eigenen Anschluss fragen. Und deswegen immer auf der Suche sind, ja, wo kann ich noch mehr Techniken herholen? Das ist so die ganze esoterische Suche, immer noch mehr. Ich brauche noch mehr Techniken, weil jetzt die Technik irgendwie fehlt, weil das noch nicht vollkommen ist. Und ich habe das bei mir selbst gemerkt, wo ich mit dem Matrixfeld vor 8 Jahren meine ersten Erfolge gehabt habe, dass dann irgendwie oft Sachen gibt, wo es dann nicht weitergeht. Und dann hast du so, ah, scheiße, jetzt habe ich schon so viel probiert und das geht nicht. Und dann bist du wieder auf der Suche. Und das ist halt das Hauptproblem, dass wir durchgehend auf der Suche sind und nicht in der Annahme sind von dem, was ist. Das ist, glaube ich, eines der Hauptthemen. Und das ist auch von der inneren Kampfkunst, um die Energien zu leiten, musst du mal das annehmen, was jetzt gerade im Moment da ist. Und Annahme ist Heilung. Also das ist einmal für mich eines so der Grundsätze. Und der Esoterik will halt immer alles wegzaubern. Und würde immer alles bekämpfen, weil sie sagt, Krankheit ist schlecht. Und ja, solange diese ganzen Bewertungen sind von Krankheiten, von diesem Zustand, es ist immer nur der Ego, weil was zeigt dir die Krankheit? Die zeigt dir eben gerade nur an, dass du eine Ruhe geben sollst, weil du viel zu viel machst. Sie zeigt dir eben dich immer an, was du gerade für einen Schwachsinn denkst und was für einen Schwachsinn du fühlst, der eigentlich nichts mit dir zu tun hat, mit deinem Wahnsinn. Und das bringt dir einfach in die Ruhe. Aber das macht halt gleichzeitig Angst, weil es dir gleichzeitig dir der Hilflosigkeit aufzeigt. Und dass du keine Kontrolle hast. Und nachdem die ganzen Egos da draußen durchgehend Kontrolle über alles haben wollen, weil sie Angst haben vor Nichts und vor der Unwissenheit, bist du halt durchgehend im Widerstand mit dem ganzen Leben, weil du nicht fließen kannst. Weil du durchgehend in Bewertung bist und richtig und falsch. Und das ist halt unter Anführungszeichen halt das Problem dieser neuen Zeit, dass halt jeder glaubt, er weiß was, aber eigentlich hat keiner von irgendwas Ahnung. Und das glaube ich eben auch. Das größte Problem ist wirklich dieser Widerstand, oder? Weil der Widerstand, der heißt ja, du bist mit etwas verbunden, was du nicht möchtest. Du verbindest Ja. dich quasi mit einem unheilen Zustand, während du sagst, ich will gesund sein. Aber wenn du sagst, ich will gesund sein, sagst du ja gleichzeitig, ich bin krank. Und wenn du sagst, ich bin krank, dann bist du krank. Ich würde nicht sagen verbunden. Ich würde eher noch sagen anhaften. Weil wenn die Verbindung wirklich da wäre, dann würde sich's lösen. Wenn du mit deiner Krankheit verbunden bist und mit ihr sprichst und den Körperteil sprichst oder was auch immer oder ein Bewusstsein sprichst, dann kommt die Lösung schon. Das Problem ist eher eben dieser Widerstand, es geht immer ums Weghaben wollen. Und das sage ich mal, desto mehr du das weg willst, desto mehr gibst du dem Kraft, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und je mehr du deine Kraft in Widerstand gibst und durchgehend im Kämpfen bist, dann kannst du nicht fließen. Das ist so, wie wenn der Baum jetzt bewertet, dass das Gras noch langsamer wächst oder nicht so groß ist wie er oder der Fluss den See beurteilt am Anfang, dass er einfach nur steht. Das ist einfach, das hat halt einfach der Mensch durch diese Struktur in sich, dass er immer glaubt, alles bewerten zu müssen. Ja, warum? Weil diese Bewertung einerseits ist gut für, wie soll ich sagen, für gewisse Vorkenntnis für den Raum, den du betrittst, dass du weißt, was ist. Jedoch die emotionale Bewertung macht das Problem und das bringt dich wieder in eine Vorstellung von Realitäten, die du eigentlich selbst erzeugst. Falls da jetzt noch jemand mitkommen ist, was ich damit meine. Ja, weil alles das, was du bewertest, erschaffst du. Weil wenn du es nicht Ja. bewertest, dann ist es ja nichts. Und wenn es nichts ist, kannst du es ja nicht erschaffen.
Das ist so wie als Beispiel, wenn du sagst, du bist jetzt in Wien unterwegs und du hast Probleme mit Hunden, wirst du durchgehend auf jeder Ecke irgendwo einen Hund sehen, der irgendwo hinscheißt. Desto mehr du Bewertung hast gegen Hundescheiße, dann wirst du halt immer irgendwo reintreten. Ja, weil der ganze Aufmerksamkeit ins Problem geht. Genau, und das machen Und eigentlich die bei Menschen den Orgien. ganzen Tag, oder? Ziemlich, ja. Und da muss man eigentlich auch ansetzen zu sagen, was mache ich eigentlich, was erschaffe ich denn die ganze Zeit, oder? Wenn man sich mal bewusst wird, was man sich erschafft. Denn, also mir ging das so, ich war Wie echt viele schockiert. Gedanken am Tag hast du, die kreieren, die Ja. wirklich kreieren sind? Wie viel Prozent denkst du an das, was du haben möchtest am Tag? Und das, wenn die Leute oft nicht einmal ein Prozent haben, weil sie meistens im Überlebensmodus sind. Einfach immer nur, Genau. was muss ich tun, etc. etc. Und das einfach mal zu verstehen, oder? Dass unsere Aufmerksamkeit das erschafft, das kreiert, was da ist. Ja, deine Emotion erzeugt der Realität, ob du es wahrhaben möchtest oder nicht. Und du hast eben die Wahl zwischen Liebe und Angst. Je nachdem, was du halt kreieren möchtest, bewusst oder unbewusst. Nachdem das Kollektiv aber auf Angst programmiert ist, ist es dann auch für viele dann schwierig, bei sich zu bleiben. Und deswegen habe ich dann auch die Gruppe gegründet mit The Force in You, dass jeder Seminarteilnehmer danach immer noch Ansprechpartner hat und durchgehend im Üben bleibt. Wenn sie ein Problem haben, schreiben sie in die Gruppe und da bleibt jeder in der Frage und klärt einfach das Thema. Weil ich habe gesagt, ihr habt keine Zeit, dass ihr alle eure Probleme richt, weil ihr kriegt genug Nachrichten. Ihr habt das Gruppenkollektiv jetzt von 200 Leuten, die alle im Seminar waren, die genau wissen, wie es geht und helft euch gegenseitig, baut eine Familie auf. Und das haben wir über die letzten Jahre gemacht und habe jetzt eben zusätzlich noch offene Gruppen gemacht für die Leute, die eben noch nicht beim Seminar waren, damit die, die beim Seminar waren, auch an Leuten arbeiten können, die überhaupt keine Ahnung haben. Weil die nächste Ebene ist, ja, okay, ist ja schön und gut, mit Leuten zu arbeiten, die ein bisschen Bewusstsein haben, aber dann gibt es immer noch Widerstände, die von nichts Ahnung haben, weil die halt noch viel mehr zu sind. Und dann merkst du die ganzen Bewertungen über die Leute, die noch zu sind, etc. etc. Und da habe ich gesagt, du, jedes Schaf oder jede Kuh kann zum Pferd werden. Weil es ist so eingeteilt in Schafe, Kühe, die halt nur weiden wollen und mehr als fressen und scheißen wollen und überleben wollen. Und du siehst einfach, ein Pferd viel lebendiger ist. Jetzt hör einfach auf, dich zu beschäftigen mit den Kühen und den Schafen, die im Leben nicht weitergehen wollen, sondern geh zur Herde vor, sei lebendig, hab deinen Spaß und die Leute, die bereit sind, kommen dann zu dir. Weil du Jetzt verschwendest so erzähl viel mal. Energie an die Leute, die nicht bereit sind. Absolut. Und was bringst du denen bei jetzt? Also, erzähl mal, wie ist so ein Seminar aufgebaut? Ja, was zeigst du denen? Was lernt man? Willst du sagen? Ja, nicht jetzt Also das ganze normal, Seminar. die Wochenendseminare sind so aufgebaut, dass am ersten Tag meistens die Ego-Zerstörung stattfindet, dass einmal die ganzen Konstrukte gelöst werden. Und Samstag, Sonntag sind die ganzen Energiespeicher, die ganzen Energiewahrnehmungen, im Körperwahrnehmungen. Von Telekinese über das kontaktlose Kämpfen etc. Der ganze Potenzial. Und je nachdem, es hängt immer von der Gruppe ab. Ich habe keine Konzepte mehr. Ich bin da kein Lehrer oder Guru. Ich bin einfach nur Raum. Und dadurch entsteht einfach das, was die Gruppe in dem Moment braucht. Und deswegen ist ja jedes Seminar unterschiedlich. In Wien habe ich jetzt 40 Stunden unterrichtet. Ich bin am Montag um 5:30 in der Früh, haben wir erst aufgehört. Also da gibt es dann auch keine Zeit mehr. Von der Zeit dann angehalten, das sind davon nur zwei Leute früher gegangen, weil sie nach dem Hund schauen haben müssen. Und sonst sind alle dabei geblieben. Das war vorher ihre Session und danach war ich noch eine halbe Stunde im Samadhi, habe nur noch gelacht. Also es sind einfach, es gibt dieses Konstrukt nicht mehr. Es ist jeder hat seinen Teil im Raum, hat seine Zeit für den Raum, wo er sich komplett erfahren kann. Und das, was jetzt die Person braucht, darf sie empfangen. Ganz einfach. Und egal, was das jetzt ist. Also viele, die jetzt auch hier in der Gruppe sehen, weil sie sich eben mit Dr. Joe Dispenza beschäftigen und immer mehr, die wollen ja irgendwie heilen. Oder die wollen gesund werden, viele körperlich. Was ist da dein Ansatz? Wie siehst du das? Kann ich zu dir ins Seminar Also, kommen mit einer Krankheit und
gesund Ja, auf rausgehen. jeden Fall. Ich habe schon in Deutschland damals eine Frau gehabt mit einer schweren Skoliose über 20 Jahren. Wir sind 12 Stunden gesessen und danach waren die Schmerzen von ihnen weg. Es Warum? ist über alles Mögliche. Es ist ganz egal, was das jetzt ist. Kannst du Ich hab bis jetzt sagen, nicht. warum? Warum? Alle wollen immer wissen, warum? Wie geht es? Ja, das ist immer die Frage, oder? Wie geht es? Wenn die das kann, wie hat sie das Einfach gemacht? geht's. Es geht einfach, das glaube ich auch, genau. Die Sache ist die, jede Krankheit ist ein emotionales Trauma. Und für mich sind es einmal, wie sehr möchtest du noch Recht haben auf deinen Schmerz? Und mir kann halt niemand anlügen und die gehen dann halt so lange auf die Nerven, bis das loslässt. Und inzwischen nicht mehr, inzwischen mache ich nur noch den Raum. Früher habe ich die Leute wirklich so lange beschimpft, bis sie ihr Thema losgelassen haben. Also ich bin nicht da, dass ich der liebe, nette Kerl bin, sondern ich bin das Arschloch, ich bin alles, was du jetzt gerade brauchst, um zu erkennen in deinem eigenen Selbstbetrug, wo du glaubst, dass du noch immer Recht haben musst auf dein Thema. Und die Leute kommen dann selbst drauf, es ist nicht mein Thema, es ist Thema von meinen Eltern, es ist Thema von meinen Freunden oder was auch immer. Und es hängt immer davon ab, ist es jetzt einfach nur eine Programmierung von diesem Leben, was zu 90% der Fall ist, oder hat es wirklich was mit interdimensional was zu tun? Sind das frühere Leben noch alte Traumen? Beim letzten Seminar haben wir jemanden gehabt, der hat sich gesagt, er fühlt sich immer so abgeschnitten und komisch und er war extrem kitzlig in der Bauchgegend. Man, ja, Kitzeln ist genauso Spannung im Körper, es ist genauso Verletzung. Kitzeln ist auch nur Schmerz. Und sobald ich in den Energiekörper reingegangen bin, hat er heulen angefangen. Es waren wie Messer in seinem Bauch und haben halt die Sachen rausgezogen und dann hat er gemerkt, wow, wie viel mehr Leichtigkeit, wie viel mehr Energie er jetzt dadurch hat. Und das hat dann circa eine halbe Stunde im Seminar fast gedauert. Aber jeder bekommt dann wieder ein Geschenk, dadurch, dass sieht, wenn jemand sich öffnet in einem Seminar, ist es wie eine Gruppenreaktion. Das heißt, wenn einer sich zeigt, seine Maske löst, triggert er automatisch alle anderen mit. Und dadurch gehen die Sachen dann recht schnell. Ich sage aber auch, bitte, bevor du zum Seminar kommst, liest meine Texte durch, schau dir meine Videos an, damit du nicht immer alles wiederholen musst und wieder Käuer das Ganze immer die Basics lernen musst. Ich möchte dann einmal weitergehen, deswegen habe ich gesagt, okay, bei einer Gruppe, wo ich sage, wir gehen dann wirklich mehr in die spirituellen Fähigkeiten und in andere Sachen rein. Und das hat mir Richtung Joe Dispenza eigentlich früher mehr interessiert. Nur habe ich gemerkt, dass 90% halt wirklich Anfänger sind, die halt einfach nur Heilung wollen. Und das ist halt für mich so ein Unterschied, auf welcher Ebene du unterwegs bist und was du halt machen möchtest. Ist ja klar, am Anfang möchtest du nur mal dein Drama lösen. Ja, und das hat halt jeder seinen eigenen Weg. Und glaubst du, wie sehr glaubst du, dass sich jeder selber heilen kann? Alleine, ohne andere? Es ist überhaupt ein recht lustiges Konzept in der Esoterik, dass du glaubst, du musst immer alles alleine machen. Die Sache ist die, der Mensch, der da draußen, der ist gar nicht fähig, irgendwas alleine zu machen, weil der durchgehend von jedem abhängig ist. Und jeder will aber unabhängig sein, auf den Sturkopf, weil er es zeigen möchte den Eltern, dass ich eh alles alleine kann. Das sind dann die Businessmenschen, die zeigen, wie viel Geld sie machen können. Es ist dann immer noch der eigene Schmerz von der Kindheit. Jetzt hast du ein Herzfeld. Desto mehr Herzfelder zusammengeschalten sind, desto einfacher kannst du heilen. Du bist ja beim Quantenfeld verstrickt. Desto mehr Räume du öffnest, desto leichter wirst. Du bist kein Einsiedler, der jetzt in der Höhle ist und vor sich hin meditiert. Ja, kannst du machen, aber ich sage, 99,9% sind dazu nicht in der Lage, weil sie zu sehr trainiert sind von dieser westlichen Gesellschaft. Weil sonst würden sie jetzt nicht über Medien Informationen suchen, sondern würden jetzt in den Wald gehen und einen Monat meditieren und heil sein. Das haben aber 99% der Leute nicht die Eier, das zu tun. Und deswegen finde ich es dann immer wieder lustig, wenn Leute so in die Trennung gehen, ja, ich kann alles selber, das ist der Sturheit, sicher kannst. Aber du wärst in deinem 0815-Job und der Überleben, was du so jeden Tag hast, dir sicher nicht die Zeit dafür nehmen und auch nicht die Konsequenz dafür haben. Aber es ist immer wieder, gibt es Berichte von Leuten, die so Spontanheilungen hatten oder eben in der Meditation plötzlich eine Heilung hatten, ganz alleine. Also Auf jeden Fall. es ist ja möglich, oder? Es ist ja Möglich möglich. ist alles. Ich sage nur, für mich geht es immer um die Effektivität.
Und effektiv ist es sicher, wenn du dich mit mehr Leuten verbindest, weil du bist nicht der Einzige da, der auf der Erde ein paar Ideen hat zu Heilung oder sonstiges. Es gibt so viele Leute, die schon so viel Erfahrung haben, so viele Inkarnationen. Und du kannst alles machen. Du kannst jetzt einen Monat in die Dunkelheit gehen und das Bewusstsein erfahren. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ich sage nur, der Grundmensch da draußen, der Heilung sucht, der ist weit weg von diesen Sachen. Der ist nicht auf der Ebene. Jeder kann es natürlich. Aber ich sage, für einen Durchschnittsmenschen, der jetzt nur schnell Heilung möchte, ist es viel sinnvoller, irgendwo Wochenend oder eine Woche lang in ein Seminar zu gehen, um einfach sein Normalkollektiv zu verändern. Das Problem ist, jetzt bist du vielleicht kurz heil, bist aber immer noch in deinem Job, den du nicht genießt, bist noch immer mit deinen Eltern nicht im Reinen, bist noch immer in einem Kollektiv, was dich manipuliert und du fällst wieder zurück. Das ist, glaube ich, das allergrößte Problem und das weiß auch niemand, wie es dann nachher weitergeht, oder? Wie lang kann der heile Zustand gehalten werden in dem unheilen Umfeld, wenn du dort bleibst? Ja. Oder das ist ja das größte Problem. Das ist auch Das beschreibt ja die Wissenschaft ja, wie jetzt Bruce Lipton genauso. Es ist ja, die Zelle wird durch das Umfeld geprägt. Und deswegen wird zum Beispiel in Japan auch Waldspaziergänge schon den Patienten verschrieben, weil die ganzen negative Ionen von den Terpinen eben den Körper auch heilen. Und die Stille vom Wald, das Grüne den Körper heilt, etc. etc. Das aber wie Problem ist, was heilt er die Kranken. den Körper? Ich hab vorher noch mal, durch Zufall bin ich überall so ein Bashar-Channeling gekommen und der hat gesagt, eigentlich ist es ganz einfach. Du gehst einfach aus der Krankenschwingung raus und gehst in die gesunde Schwingung rein und dann heilst du. Weil dein heiler Seinszustand ist einfach der einer gesunden Schwingung. So einfach hat er das erklärt. Auf jeden Fall ist mit dem Quantenfeld das Gleiche. Ich kann jetzt sagen, okay, geht's in ein Feld rein, wo ich mich einfach nur geil fühle. Okay, jetzt hol ich mal die Schwingung rein, die Schwingung rein, die Schwingung rein. Ja, aber bis du das mal erfahren und integriert hast, dauert das eine Zeit. Das heißt nicht, dass es jetzt nicht jeder kann. Ich sage nur, auf welcher Ebene bist du? Aber du könntest das jetzt unterstützen. Da sage ich, ich will jetzt die Schwingung wechseln, allein schaffe ich es nicht, hilf mir und dann Auf kam. jeden Fall, das ist zum Beispiel auch, jetzt hast du irgendein Thema und jetzt sagst du, okay, ich möchte es jetzt lösen. Entweder könnt ihr jetzt irgendein Coaching machen und sagen, okay, spür dort rein, was ist da dahinter? Es ist einmal eine Form über Rede, wo du dann drauf kommst, okay, das und das steckt noch da rein. Oder sag, mach einfach nur die Augen zu und spür mal das. Was verändert sich jetzt? Es gibt so viele unterschiedliche Methoden, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es richtig oder falsch ist. Sagen nur, es hängt von der Person ab, was sie wann verwendet, weil ich genau sehe, wann wer für was bereit ist. Und Und was, dann. das ist ja dann das Konzept dieser, auf Englisch heißt es ja Permission Slips, oder? Das können ja alle Rituale und sonstige Geschichten und wissenschaftliche Berichte und bla bla bla. Letztendlich sind ja alles nur Permission Slips, oder? Erlaubnisgeber, dass du sagst, Ja. okay, alles klar, jetzt kann ich glauben, dass ich heilen kann. Ja. Oder? Und da kannst du entweder einen Guru hernehmen oder ein Taschentuch und der sagt, du bist erleuchtet, wenn du das Taschentuch isst. Wenn du mir vollkommen glaubst, dann wird es ja so sein. Schon, oder? Also, Ja. das Problem ist Das einfach. ist halt genau das, wo ich dann früher Probleme gehabt habe, zu irgendjemandem zu gehen, weil ich ungern meine Macht abgeben habe. Das Thema ist dann, wenn du jetzt aber eigensinnig bist und stur, weil du eh selbst die Sachen besser weißt, dann erlaubst du wieder gewisse Dinge nicht zu empfangen. Weil du eben noch Filter hast, wie was zu sein hat. Und Das ja, ist, es geht glaube ich, ein immer um ganz das wichtiges Empfangen. Das ist das Thema, oder? Hauptproblem, ist der Filter. Es ist der Filter. Wir haben eine gewisse Vorstellung, wie und wann wir was zu empfangen haben. Und ich nehme da immer das Beispiel von einer Flasche oder kann er was anderes nehmen. Ich schenke dir jetzt ein Glas Marmelade und jetzt habe ich da was raufgeschrieben. Und du sagst, na, dir gefällt aber die Verpackung nicht und deswegen nimmst du die Marmelade nicht. Weil einfach du den Filter hast. Und bevor wir nicht die ganzen Filter lösen, kannst du von mir nicht empfangen.
Wenn du noch ein Männerthema hast, wirst du von mir nicht empfangen können. Dann wirst du durchgehend all dein Hirnschiss in mich reinprojizieren und sagen, ma, der Alex ist so ein arroganter Wichser oder was auch immer, der muss immer recht haben, nur weil du männlich und weiblich nicht integriert hast und noch das Vaterthema nicht gelöst hast. Und das sehe ich bei den Seminaren immer wieder. Ich sage, du, wenn du einen Widerstand mit mir hast, ist es dein Thema. Und das ist halt das Schöne, desto bewusster die Leute werden, dann werden sie es im Raum auch sehen. Und sage, es ist das Wochenende eben dafür da, dass jeder erkennt, wo er noch ein Thema hat. Weil wenn du mit mir kein Thema mehr hast, dann wirst du einfach nur das Sein erkennen und dann bist du sowieso nur in der Glückseligkeit. Und das ist ja eigentlich das Ziel, oder? Deswegen machen wir ja auch alles, was wir machen. Damit wir irgendwann mal den Zugriff haben. Manche denken, wenn sie ein Auto haben oder ein Haus oder weiß was, weiß ich nicht was, dann haben sie die Glückseligkeit. Weil, warum machen wir, was wir machen? Deshalb, oder? Damit wir dieses Gefühl kennenlernen, damit wir mehr und mehr dieses Gefühl leben können. Wir haben so drei tiefe Programmierungen. Das eine ist Sexualität, Überleben und Zugehörigkeit. Und was ich in den letzten über das Mentoring ja gesehen habe, das Stärkste in der Gesellschaft ist immer Zugehörigkeit. Das suchst du immer, egal ob mit einem anderen Sein, mit einem Anderssein, mit einem Rebellsein, mit deinem Liebsein. Das sind alles Programmierungen und Masken, nur damit du angenommen wirst, damit du geliebt wirst. Zumindest hat es eh nichts mit Liebe zu tun, aber es ist Zugehörigkeit. Das siehst du, wenn du auf die Straßen gehst und das macht irgendjemand eine Streetshow. Sobald jemand stehen bleibt, kommen mehr Leute und stellen sich hin, ja, weil sie dazugehören wollen. In der Klasse, in der Schule, überall geht es eigentlich immer nur um Zugehörigkeit. Und das ist ein riesiges Mangelthema. Also ich finde, das ist aber auch fatal, wenn du immer nach Zugehörigkeit suchst, weil dann bist du immer im Außen, oder? Du kapierst ja gar nicht. Auf jeden Fall. Dann machen wir gleich mal ein Clearing überall, wo du noch nach Zugehörigkeit suchst, damit du dich endlich vollkommen fühlst. Bitte lösen jetzt. Danke. Oder? Das, eigentlich ist es ja nicht zuträglich, dass wir so beschäftigt sind, mit Zugehörigkeit zu suchen. Es bindet uns ja auch Energie und Aufmerksamkeit in Sachen, die uns ja nicht wirklich weiterbringen. Würde ich jetzt mal so Auf jeden sagen. Fall. Und wenn ich jetzt dich noch frage, das sind alles so spannende Fragen, muss ich am gleichen Ort sein wie du, um Heilung empfangen zu können? Eben nicht, oder? Es gibt ja keine Zeit, keinen Ort. Es geht ja So ist es. eigentlich Also im ich Prinzip. mache auch sehr viel Skype-Behandlungen, wenn ich Zeit habe. Und habe gerade vorgestern wieder jemanden gehabt, der seit 2 Jahren Schulterproblem hat und haben das in einer halben Stunde gelöst gehabt. Es ist ziemlich egal, was es ist und wo du bist oder ja, welche Zeitzone. Es gibt es im Quantenfeld sowieso nicht. Und du müsstest eigentlich auch nicht skypen, oder? Also. Nee, eigentlich nicht. Das reicht eigentlich eine E-Mail, aber ich habe lieber die persönliche Verbindung, dass ich einfach auch sehe, wie es dem gerade geht und was er macht. Und wieso brauchst du die? Man braucht sie nicht, aber es ist einfach, ich könnte da jetzt eine halbe Stunde an jemanden arbeiten und ihm danach fragen. Es ist einfach für mich angenehm. Ich sage, ich bin ja gerne im Austausch mit Menschen. Eben, aber notwendig ist es ja wirklich nicht, Notwendig ist oder? es nicht, ne? Nee. Das Ich könnte finde ich. jetzt ein Stofftier hernehmen und dein Quantenfeld mit dem Stofftier verbinden und dann sagen, okay, ich mache jetzt das und das an deinem Körper und du wirst es wahrnehmen. Oder was auch immer. Es ist ja alles verbunden. Es ist ja alles nur Bewusstsein. Eben, also was ist jetzt der Unterschied zwischen mir und dir? Was ist der Unterschied zwischen mir und dir? Der Seinszustand, würde ich sagen. Und sonst? Kommt nichts. Nix, oder? Und alle, Nee. die zuschauen, die sind, wir unterscheiden uns tatsächlich nur durch den Seinszustand. Ja. Für mich ist es so, du. Jetzt kommen die ganzen englischen Wörter, interessant. Du verkörperst jetzt einen Teil von einem Bewusstsein, den du jetzt als Seele reingeholt hast in diesen Körper. Und je nachdem, wie viele Verbindungen hast, wie sehr du diese Quantenverstrickungen hast, desto mehr Zugriff hast du auf Felder.
Und das hat halt jeder unterschiedlich. Jedoch kann jeder jedes Feld ansteuern. Und da geht es wirklich nur ums Erlauben und wieder ums kindlich sein, um wieder zu spielen. Ich habe selber gemerkt, wir sind so wie auf einer Sinuswelle. Ich habe gemerkt, ich war eine Zeit lang voll in der Spiritualität drin, dann gehe ich wieder voll auf die Erde, integriere das Ganze, dann gehe ich wieder voll in die Spiritualität. Es ist so, ja, einfach immer so wie Ein- und Ausatmen für mich. Ich reise ein halbes Jahr, dann gebe ich mir Zeit für mich und ein halbes Jahr gebe ich die ganze Information wieder raus. Für mich ist einfach, ja, schaust einfach, dass du den Weg mit dem geringsten Widerstand gehst, um einfach im Fluss zu sein, weil die ganze Natur ist Bewegung und ist Fluss. Alles, was starr ist und steif wird, stirbt. Deswegen siehst du die älteren Menschen, die alle immer verkrüppelter werden, weil sie steif werden durch ihre Gedanken, weil sie glauben, sie wissen schon alles und ihre Realitäten verfestigt haben. Und dann wird der Körper inflexibel und steif. Und dann verlieren sie das Wasser, dann verlieren sie die Bewegung, dann verlieren sie Sexualität. Ja, genau deswegen. Leben ist Bewegung. Ja, und unsere Und deswegen. Gesellschaft ist natürlich nicht wirklich so, der wirklich in der Gesellschaft funktionieren will, der ist nicht wirklich in Bewegung. Also Nicht wirklich, nein. größten Teil nicht. Er ist im Funktionieren. Er ist in dieser Ja. Erwartungshaltung drin, er ist im Beweisen die ganze Zeit und er ist im Kämpfen gegen jeden anderen, weil er sich darüber definiert. Kannst dich ja fragen, wer bist du, wenn du keinen anderen hast? Brauchst du noch andere Menschen, damit du weißt, dass du existierst? Das ist eine recht nette Frage. Das ist ja wieder das Zugehörigkeitsgefühl, oder? Auf jeden Brauchst du Fall. das Zugehörigkeitsgefühl, damit du weißt, dass du existierst? Ist dann eigentlich diese Frage auch, oder? Ja, kannst du mal spüren, was es in dir auslöst. Ja, eben, es geht immer darum, ehrlich mit sich selber zu sein und zu sagen, was passiert mit mir, oder? Was passiert mit Ja, mir? doch ist jedoch nie am Anfang ist diese Selbstehrlichkeit halt immer wieder eine Verletzung. Oder zumindest das Ego glaubt, dass es verletzt ist. Das ist ja nur Illusion, so gesehen. Es ist einfach, du musst einmal zugeben, dass dein Kopf lügt. Genau, das sage ich auch immer. Ist Also so ein verlogen. Gedanke ist ein internes Gerücht. Du hast eine Erinnerung, ist ein internes Gerücht. Du hast was wahrgenommen von vor 20 Jahren, bist noch immer beleidigt und die meisten Leute wissen gar nicht mehr warum oder wieso, weil es einfach nur Interpretation war von irgendwas. Und jeder hat halt einen anderen Filter, wie er etwas wahrnimmt. Und das Problem sind die Filter. Irgendwann, wenn du diese Filter dann lösen kannst, dann wirst du zu einer anderen Realität kommen. Und jetzt, pass auf, jetzt komme, mache ich eine Brücke zum Dr. Joe Dispenza. Glaubst du, dass du nur durch Meditation alleine diese Filter eben lösen kannst? Ich würde zuerst einmal sagen, dass 90% der Leute draußen, die glauben, dass sie meditieren, nicht meditieren. Das ist einmal das Erste. Wirkliche Meditationszustände hörst du auf zu atmen. Das sind ganz, du wirst ganz weiß, Sichtfeld, das sind andere Zustände. 90% der Leute, die meditieren, um einfach andere Gefühlszustände zu haben, dass sie sich einmal gut fühlen, geführte Meditation etc. Das ist aber noch immer nicht das Ultimative an Meditation. Ich sage, jeder Weg kann hilfreich sein. Ich kann aber mit einem Quantenfeld viel schneller in Entspannungszustände und in andere Bewusstseinszustände rein switchen. Weil Was ich ist sehe denn? einfach, dass in der Esoterik 99% der Leute Meditation als Flucht verwenden. Jetzt kommt ein Problem, ah, jetzt meditiere ich schnell eine halbe Stunde, dann bist du wieder draußen, hast immer noch den gleichen Trigger. Wenn du die Wurzel löst, dann wird der Trigger immer wieder kommen. Weil du bist kein Meditierender. Du lebst immer noch in einem normalen Leben. Du bist jetzt in keinem Tempel. Und das ist das Problem, dass Leute Techniken von
alten, leeren Weisen versuchen, in eine moderne Gesellschaft einzubringen und dann eben gewisse Regeln nicht befolgen und dann nicht funktionieren, so wie sie in einem Tempel funktionieren würden. Und ich glaube, da ist ein bisschen ein Missverständnis. Jeder soll das machen, was er fühlt, dass das jetzt die richtige Meditation ist. Jedoch viel wichtiger für mich ist, dass jeder seinen eigenen Kanal wahrnimmt und auf seine eigene Stimme hört, anstatt jetzt irgendeiner Meditation nachzulaufen und zu probieren, irgendeine Kundalini-Meditation zu machen, weil da wird so viel, ja, Schmarrn getrieben, weil die Leute keine Ahnung haben, was das für Energien sind, egal ob jetzt von Tantra oder Kundalini, und Leute wirklich Schäden danach haben, körperliche, weil sie einfach gar nicht wissen, was sie tun. Zu viel Feuer in den Körper reinholen und so weiter. Es hat ja alles, die ganzen, wenn du Richtung Qigong und Taoismus gehst, wirst du die Sachen eher noch verstehen mit dem ganzen Yin-Yang-Prinzip. Das Problem ist eben, dass in der Esoterik die Sachen modern geworden sind, aber die wenigsten eine Ahnung davon haben. Gerade im Yoga, in der ganzen Eso-Szene. Ich habe da einfach schon so viel gesehen, was da einfach dann passiert mit diesen ganzen Energien und was mit dem Körper passiert. Und deswegen, das Wichtigste finde ich, dass jeder seine Intuition trainiert und sein Herz hört. Das ist für mich eines der wichtigsten Sachen. Und später Dann kann man einem auch wirst du keinen Scheiß merken, du brauchst keine verkaufen. Meditation mehr, weil dein Leben wird zur Meditation. Du bist Meditation, wenn es dir erlaubt. Das heißt, wenn ich auf die Straßen gehe, ich denke nicht mehr. Weil das ist mein innerer Zustand. Ich bin Frieden, ich bin Liebe. Wenn ich Ja. durchgehend im Fühlen bin, kann ich nicht denken. Solange ich noch denke, kann ich nicht fühlen. Und es kommt. Aber nicht jetzt, weil ich sage, ich muss jetzt 1000 Techniken machen. Oder gestern beim Interview haben sie mich gefragt, wie oft ich noch meditieren, aber wir lachen müssen. Also bei mir kommen einfach Impulse und sage, okay, jetzt habe ich Lust, 10 Tage nicht mehr zu sprechen und ich gehe jetzt in die Dunkelheit. Und ich warte einfach, bis mein Bewusstsein mir sagt, okay, ich möchte jetzt, dass er das machen. Es kommt jetzt der richtige Zeitpunkt. Weil Eben diese sonst das Problem. Eigenverantwortung zu übernehmen, oder? Das ist halt vielen noch wirklich schwer. Ich weiß ja nichts, der andere weiß ja viel besser. Aber wir wissen ja alles, oder? Wir wissen ja alles. Das Wir sind Problem mit ist mit der allem Wissen. Verurteilung, weil ich sage, ich sollte jetzt jeden Tag eine Stunde Qigong machen, dass ich einfach mehr Energie spüre, oder ich sollte mehr meditieren, wo ich sage, na, jetzt bin ich eigentlich gerade in Produktion, ich möchte jetzt meine Videos raushauen, ich möchte jetzt meine Bücher fertig schreiben und dann mache ich das jetzt auf Fokus. Das Problem ist der Verurteilung und der Vergleichen in jedem Moment. Und Das ist das der Schlimmste, Kopf habe ich denkt, selber gemerkt. Das ist so übel, du folterst dich damit, Der wenn du das Kopf tust. denkt linear. Eben, jetzt musst du 15, 20 Jahre trainieren, um irgendein Meister zu sein in irgendetwas. Ja, was ist, wenn es nicht linear ist? Genau. Und das ist genau die Sache, was für mich Effektivität ist. Weil ich könnte jetzt einen Monat lang Vollgas trainieren und steigere mich um 20%. Und jetzt sage ich, jetzt gehe ich es ein bisschen lockerer an und frage nur, wann mein Körper ist bereit für irgendwas, und auf einmal hast du ganz andere Erfahrungen und steigerst es auch um 50% locker. Ja, warum? Weil du in einem Gewahrsein bist und nicht in einer linearen Programmierung in richtig und falsch. Und das ist das Hauptthema. Diese ganze Idee von richtig und falsch. Weil wir haben unterschiedliche Blutgruppen. Allein, was ist richtiges Essen? Das ist eines der Hauptthemen. Ah, du musst essen gesund und hin und her. Und das war bei mir vor 3 Jahren habe ich in New York ein Seminar gegeben und da hat er mich gefragt, was es so ist. Und meine, ja, ich habe so vor 5 Jahren aufgehört, Tiere zu essen, ist einfach so durchkommen und eben über die ganze chinesische Medizin und frage eigentlich meinen Körper. Und dann war so, interessant, ich habe eigentlich kein Problem, dass Menschen sich abschlachten. Warum ist dann noch ein Problem, wenn wir Tiere abschlachten? Und ich bin nach dem Seminar mit ihm in so ein fancy Restaurant gegangen und habe nach 5 Jahren das erste Mal wieder mal Leber gegessen und mit abgebratenem Speck, und ich habe überhaupt kein Thema oder irgendein Problem damit gehabt. Und es war einfach so für mich wieder eine Heilung von meinem Bewusstsein. Ich sage, ich brauche es nicht, ich habe keinen Gusto, aber wenn der Körper sagt, ich habe jetzt Lust auf einen Lachs, ja, dann isse ich jetzt einen Lachs. Ich sage, du Genau. weißt, du bist Bewusstsein, und dann schicke ich einfach mein Bewusstsein und Licht in den Ver verstunkenen Lachs hinein, der voller Gift ist, und kann dann halt wieder Licht machen. Und das Weil, kann wenn du jetzt man sagst, auch mit okay, du allem, isst oder? jetzt in einer Woche Kreditkarten am Plastik, ja, du bist auch Plastik. Solange du Trennung machst mit etwas,
wird es in dir ein Problem machen, weil es dich dann angreifen kann. Wenn die Trennung aufhört, bist du alles. Wie soll dir Auch etwas Plastik. angreifen, was du bist? Es Auch kann dir nichts Plastik. angreifen, was du bist. Das geht ja nicht. Auch nicht Plastik, ja. Du bist alles. Und das sind einfach so Ideen oder so Vorstellungen, die muss man einfach mal verinnerlichen. Und das zeigst du eben mit diesen auch Kampftechniken, Übungen, oder? Da geht es, glaube ich, auch, soweit ich verstanden habe, dass du einfach sagst, du bist der andere quasi, oder? Ja, du wirst eins. Du bist eins mit dem und kannst. Du löst dein Reaktionsfeld. Weil normal ist, sobald dir jemand angreift, gehst du immer sofort in Kampf oder Flucht. Und damit ziehst du diese Opfer-Täter-Rollen immer an. Opfer- und Täter-Rollen sind immer wie ein Magnet ausgemacht. Jeder Unfall. Die Russen haben damals schon gewusst, wie sich die Polung verändert, bevor ein Autounfall entsteht und so weiter. Es ist alles schon lang wissenschaftlich, ja, schon ewigst. Aber es dauert bei uns halt alles immer ein bisschen länger. Und wie soll ich sagen, es ist einfach, für mich ist es einfach schon, wenn du arme Länder bist, spürst du die Kollektive von den armen Ländern, von Südamerika oder Asien, Indien. Du merkst auf einmal, dass der Trieb sich verändert. Und dann merkst du, hey, warum habe ich jetzt auf einmal ein Geldthema? Ja, weil es gar nicht mir gehört, sondern im Kollektiv oder die Familie, wo ich gerade bin und so weiter. Und das braucht dann ein bisschen Training und ein Gewahrsein, wo du dann merkst, hey, 99% der Dinge, die du denkst und fühlst, haben nichts mit dir zu tun. Und das war so lustig, ich habe die ganzen Sachen schon geschrieben, bevor ich überhaupt Access gekannt habe. Ich habe dann gesehen, das, was ich geschrieben habe, schon vor Jahren, habe ich dann in die Texte in Access wiedergefunden. So, war cool. Gar nicht gewusst, dass es da draußen das Ganze gibt. Aber ich Und sage zum Beispiel, dieses ganze Wissen, du kannst eh nie was Neues erfinden, weil es gibt ja alles Wissen, oder? Es ist ja so ist einfach es. alles da. Und wenn du dich halt da eintunst, dann hast du halt das Wissen. Deswegen gehört das Wissen auch niemand. Jetzt stell dir vor, du bist auf der Erde mit einem Regenschirm und die Quelle ist die Sonne. Das heißt, durchgehend hast du Informationsfluss. Und je nachdem, wie weit du halt den Schirm irgendwo hingibst, desto mehr kommt ein gewisser Informationsfluss zu dir. Und deswegen kann er jetzt ich den gleichen Gedanken haben wie jemand in Südafrika oder die gleichen Sachen erfinden, ja, weil die Quelle immer die gleiche ist. Es geht nur darum, welchen Filter machst du jetzt auf, um etwas zu empfangen. Genau. Und deswegen ist kein Wissen irgendwie neues Wissen oder irgendjemand sein Wissen. Es ist ja Das ist nur das Thema, weil gechannelt ich und habe dann. zum Beispiel Sachen geschrieben. Und dann sagt jemand, ah, so wie du schreibst, erinnert mich das an Robert Betz oder es erinnert mich an Bruce Lipton. Und sagt, wow, du, ich möchte einfach sagen, danke für jeden, der Bewusstsein schafft und bringt, aber ich möchte nicht irgendein Copyright auf etwas, was ich sage oder durch meinen Kanal kommen ist, weil alles ist Bewusstsein. Wenn du das noch für dein Ego brauchst, ja, dann mach's. Aber irgendein Quote, was vor 200 Jahren war oder was vor 1000 Jahren jemand gesagt hat, das wissen wir ja alles nicht. Das ist alles dieser Humbug vom Ego, dass ich sagen kann, ja, ich habe diese Technik entwickelt oder das war jetzt mein Geistesblitz und na, bitte hört es auf mit dem Schwachsinn. Es tut einfach nur weh, wenn du Bewusstsein hast. Das ist einfach. Ja, ich sage Das auch immer hat. ganz klar, das, was ich sage, das hat nichts mit mir zu tun. Das ist einfach Weil das das ist. Problem auch in diesem ganzen Lehrer sein, Guru sein. Ah, das sagt jetzt der Bruce Lipton oder das sagt jetzt der Joe Dispenza. Wenn du jetzt Joe Dispenza zerglauben würdest, wüsstest du genau, woher die Sachen kommen. Vom 100 Prozent. Kundalini Yoga, von den ganzen Sachen. Nur hat er halt seine Geschichte gut verpackt und nach draußen gebracht und super, dass er sein Business damit hat und sehr viele Leute berührt. Aber er sagt, da gibt es Darum tausend geht's, andere oder? Leute, die genau das Gleiche machen oder sogar besser machen, aber eben nicht so viel Business machen. Ja, oder vielleicht auch nicht die Worte so wählen, dass das im Moment so gehört werden kann, oder? Das kommt ja auch Eben. drauf an. Wie kann das Kollektiv jetzt hören, oder? Was hören die? Ja, es hört Das ist sowieso nur halt. jeder das, was er möchte. Und das andere ist Genau. wieder Network-Marketing. Mich hat Marketing nie interessiert. Das war so einer meiner riesigen Schwachstellen, wo ich dann gemerkt habe, boah, ich möchte eigentlich gar nicht mehr nach außen gehen. Ich habe keine Lust, mit den ganzen Kopfmenschen zu reden. Und
hat mir eher der Wald gerufen. Ich möchte einfach im Wald und im Frieden leben und fertig. Und weil die Suche aufhört, irgendjemand noch was zu beweisen oder zu erzählen, oder mir ist es egal, ob du mir jetzt verstehst oder nicht, ich brauche das alles nicht. Es geht Und gar nicht darum. Ich habe irgendwie das Gefühl, es geht mehr darum, dass man eben das Kollektiv verändert und das Kollektiv ja, aber leichter und sag, schöner dieser macht. Gedanke löst dich irgendwann. Ja. Und das war für mich so Irgendwann. einfach dieser Zwiespalt, wo du glaubst, wie sehr glaubst du noch, die Welt retten zu müssen, wie sehr glaubst du noch, Bewusstsein jemandem geben zu müssen. Es entsteht, wenn es als Fluss da ist, dann mache ich es, wenn es nicht da ist. Es ist das Gleiche mit Heilung. Oft heile ich Leute auf der Straße, im Museum oder auf dem Flughafen, weil es sich gerade da gibt und sie verlangen nichts. Und manchmal sagst du wieder, okay, wenn du etwas brauchst, da und das ist es der Wert. Und da geht es einfach immer nur, was ist in jedem Moment gerade richtig für dich? Genau. Und da brauchst du niemanden anderen. Und da Und brauchst dann du brauchst nichts du mehr aber auch kein tun. Marketing. Sowieso eh nicht. Es geht dann einfach nur um die Größe, weil im Business gibt es unterschiedliche Einflüsse, würde ich mal sagen. Wenn du wirklich Leute hast, die von Marketing, Positionierung online eine Ahnung haben, der pusht die in Google oder irgendeine Sachen einfach so raus, um die jetzt die nächste Nummer eins zu machen. Schau dir, wenn du jetzt Politik anschaust oder was auch immer, ist ja alles, würde ich sagen, manipuliert, aber einfach in die richtigen Wege gestellt, um gewisses Wissen rauszubringen. Um Klar. das mal so zu formulieren. Und je nachdem, wie sehr du damit beschäftigst, wirst du halt gewissen Einfluss haben. Und dann kommt natürlich auch die Angst, wie sehr wirst du wirklich Verantwortung für alles haben? Wie sehr möchtest du sichtbar sein für jeden? Und dann waren bei mir Sachen, wo ich mich an frühere Leben erinnert habe, wo ich eben auf einer höheren Position war und dann eben Angst gehabt habe, Scheiße, wäre wieder umgebracht, wenn ich zu groß wäre, etc. etc. Und das sind einfach, dann merkst du, okay, erlaube es mir jetzt. Gleichzeitig habe ich aber gemerkt, Scheiße, das, was ich tue, gehört raus. Es gehört in die Schulen raus, es gehört in die Uni raus. Und ich spüre, das, was ich unterrichte, wird noch viel größer werden als Joe Dispenza. Aber nicht, weil ich das jetzt haben möchte, sondern weil ich es einfach gesehen habe. Und also, okay, wenn es Ja. kommt, kommt. Aber ich habe gar kein Verlangen nach irgendwas mehr. Und das ist einfach ein anderer Zustand, in dem du dann bist. Du bist nicht mehr auf der Suche nach mehr Erfolg, nach mehr Liebe, Geld, Anerkennung, sondern du bist einfach im Fluss und es ergeben sich die richtigen Sachen und Momente einfach. Genau. Ja, Ich du, wir sind meine, jetzt schon eine Stunde dran. Wir müssen langsam leider zum Schluss kommen. Ich glaube, wir könnten hier noch stundenlang reden und wir hätten auch stundenlang noch Leute, die zuschauen. Ich sehe hier nur eine Frage, die will ich noch kurz beantworten eben von von der der Marion, gell? Marion. Genau. Wie passt eigentlich ein Partner in dieses Konzept? Dass du vielleicht da noch was dazu sagst. Möchtest du die Frage ein bisschen konkretisieren? Weil jetzt haben wir fünf Marion, Fragen, das bist du weiß nicht noch mehr, wann die da? Frage genau war. Ja, die war ziemlich am Anfang. Ich weiß nicht, ob die Marion überhaupt noch da ist. Aber so wie ich das halt einfach verstanden habe, ist eben, wer ist der andere, oder? Wir haben ja vorher darüber geredet, wie Zugehörigkeit und wie wichtig ist das und wie sehr soll man sich über Zugehörigkeit definieren. Und dann geht es wahrscheinlich, wie lebe ich in einer Beziehung, oder? Wie lebe ich mit einem Partner? Wie Ich lebe finde ich einen Partner sehr hilfreich. Brauchen das sowieso nichts, aber jetzt überleg dir, du bist Yin Yang und jetzt bist du verkörpert in einer Frau. Sagen wir das einmal, dass es eine Frau ist. Und dann hast du den Gegenpol, der dir einfach sehr vergeben kann. Und ich sage, du musst keine Partnerschaft haben, weil ich sage, es ist immer alles eine Bereicherung. Deswegen frage einfach, ist der Partner, den ich gerade habe, eine Bereicherung in mein Leben? Ja, wenn nicht, dann geh bitte aus dem Konstrukt raus, das du dann haben musst. Weil, was ich gesehen habe, 90% der Frauen, um jetzt einmal das so unter Anführungszeichen zu generalisieren, was ich bei sehr vielen Mustern sehe, ist, sie haben Angst vorm Alleinsein und springen von einer Beziehung in die andere. Nur damit sie eben so diesen Anhalt an Sicherheit haben. Und da kannst du echt fragen, ja, mit warum bin ich in einer Beziehung, die mir eigentlich Schaden macht, die mir Schmerz zufügt, nur weil ich eben süchtig bin und Angst habe, allein zu sein? Es ist je nachdem, was für Programmierung gerade da ist. Und ich habe dann gemerkt, meine letzte Beziehung damals, die habe ich mir genau manifestiert, die war zu meinem Mentoring-Training und jedes Mal sind die ganzen Themen hochkommen, was wir im Mentoring durchgemacht haben. So, war geil.
Und dann bin ich auch in die Frage gegangen, ja, bin ich überhaupt bereit, dass ich eine Frau empfangen kann, die viel weiter ist als ich oder die mir ein Beitrag ist? Weil wenn du Bewusstseinsforscher, Heiltherapeut bist, dann bist du gewohnt, immer zu helfen. Und dann ist okay, wann kann ich das loslassen? Warum glaube ich noch, jemandem helfen zu müssen? Und bin ich bereit, einfach nur eine Frau zu empfangen, ohne dass sie irgendwas tun muss? Und das hat wieder was Neues ausgelöst. Dann ist eine neue Frau ins Leben gekommen, mal, die eine Zeit lang bei mir war, einfach nur im Sein, wo es wirklich nichts zu tun gibt. Und wo du immer wieder neue Facetten kennenlernst, wo auf einmal der Sex jedes Mal unterschiedlicher, weil jedes Mal die Personalisierung anders wird. Oder wo es dann auch gar keinen Sex gibt, sondern nur Freundschaft. Das ist dann, diese ganzen Konstrukte lösen sich, was es sein muss und was es braucht. Und wenn Eben, du das kann etwas man aber bewusst jedes verstehen. vermeidest, jemanden kennenzulernen, ist es deine Angst. Genau. Solange du Man noch macht ja irgendwas immer das separiert, ist draus, deine was Angst. man will, oder? Man macht alles selber. Ja. Kein anderer macht irgendwas. Man macht alles selber. Unbewusst, ja. Ja. Und wenn du das aber bewusst kapierst, was du alles selber machst, dann kannst du es ja ändern. Und wenn du jetzt möchtest, du, keine Ahnung, möchtest so eine Art von Beziehung, dann kannst du die haben. Auf jeden Fall. Jederzeit. Jederzeit. Da ist Es nur ist dann die Frage, zu wie viel Prozent bist du wirklich bereit? Das kannst du immer ja. wieder fragen. Und wo ich das erste Mal gemacht habe, vor über einem Jahr, war so, war shit, für die Illusion, die ich da gestaltet habe, nach dieser perfekten Frau, war ich zu dem Zeitpunkt nur 30% bereit. Und dann merkst du, boah, das sind schon noch Themen von Angst, sich hinzugeben, Kontrolle loslassen, was auch immer, was du in deinem Normaldenken ja nie wahrnehmen würdest, weil dein normales Denken ist halt immer im Wollen und im Glauben und hat halt immer diese Illusion. Und sicher kannst du sagen, ich konzentriere mich jetzt auf mich und ich brauche jetzt niemanden, ich muss mich selbst finden, das ist die schönste Ausrede von den Menschen, wo immer wieder Lachen haben. Wo hast du denn verloren? Geh mal schauen, Ja, vielleicht liegt wieder genau. was im Keller. Du bist schon perfekt, wie du bist. Und es gibt da nichts zu finden. Du bist zum Kreieren da. Der ganze Grund, warum du Pause brauchst, ist, weil du vor lauter Hirnschiss nicht mehr der Ruhe hast und nicht weißt, was du eigentlich wirklich tun sollst. Du hast keine Klarheit über dein Leben und das ist dein Problem. Wenn du klar weißt, was du willst und dein Ziel verfolgst und weißt, es ist da, dann wird es sehr schnell da sein, schneller als du dir vorstellen kannst. Dann Und das ist manifestierst halt du im schon Tag. einfacher zu tun, wenn du mal dir Zeit nimmst dafür, oder? Also, es ist hilfreich. Ja, es geht immer um die Zeit, aber wenn du durchgehend gewohnt bist, in einem Ablenkungssystem zu sein, dann wird Zeit halt wenig. Das ist dann immer, ah, wie kann ich mich jetzt ablenken? Durch was? Wo bin ich gerade unterwegs? Und die Angst ist wirklich in die Ruhe zu gehen. Deswegen habe ich gesagt, du, was willst du über Bewusstsein mit mir reden? Nur weil du ein paar Kurse gegangen bist, du hast aber noch nie ausgehalten, 10 Tage mal deinen Mund zu halten. Also, was redest du mit mir bewusst und du kennst dein Bewusstsein noch gar nicht? Nur weil du jetzt ein paar Clearings gemacht hast, ein paar Kurse gegangen bist, geh mal einen Monat in die Dunkelheit, dann reden wir weiter. Das sind einfach andere Ebenen, wo du viel mehr andere Zustände kriegst. Das heißt nicht, dass du mit anderen Sachen auch nicht solche Zustände bekommen kannst. Ich möchte jetzt nichts ausschließen, aber ich sehe halt, wo die Person ist, weil wenn sie noch immer bewertet, dann bist du nicht da, wo du glaubst zu sein. Ja, aber man muss es auch nicht bewerten, wo jede Person ist. Weder Überhaupt nicht. ich als Externer sollte das bewerten, noch ich als Interner sollte bewerten, wo ich bin oder wo andere sind. Das ist völlig Es irrelevant. zeigt halt nur, sobald der Widerstand da ist gegen irgendetwas, dass du halt da diese Resonanz hast. Und jetzt willst du auf deine Wahrheit recht haben. Sag du, kannst doch recht haben. Ich kann nur von meiner Wahrheit sprechen, die ich über die letzten Jahre kennengelernt habe. Und ich sage, entweder nimmst sie als Geschenk an und integrierst sie mit dir und sagst, ja, bin bereit, ich möchte auch mehr wissen, ich möchte auch mit deinem Feld verbinden, wie kommen wir dorthin, machen wir was, ja, passt, machen wir. Jedoch bin ich nicht da, um zu diskutieren, weil Diskussion ist im Kreisreden, da entsteht nichts. Das finde ich noch eine ganz super, super Aussage. Ja, man muss auch nicht Ja. diskutieren. Das ist völlig Ja. sinnlos. Und da kommen wir auch wieder zurück in Beziehungen. Leute haben immer das Gefühl, sie müssen diskutieren in Beziehungen. Ja, jetzt hör Und mal zu. dann ist die Glaube, du Zeit hörst auch mich schon. nicht. Dann Sondern ist die gehört Zeit und in der gesehen Beziehung werden auch wollen. schon. Neues Kindheitstraumen.
Genau. Und das finde ich super spannend. Und wie gesagt, also wir können hier ewig lang weiterreden. Bei dir auf der Homepage Wir haben Zeit. gibt es. Aber nachher schaut es eben keiner mehr an, wenn es so lang geht. Wir machen Ja. lieber dann vielleicht nochmal eine Session, wenn du Lust hast. Auf jeden Fall, die, die dich besser kennenlernen wollen, die finden dich. Sag mal schnell deine Homepage. Ja, entweder auf der Homepage alexanderkrakulini.com, auf YouTube der Krake, da habe ich sehr viel Clearings, gerade was Beziehungsthemen und Heilung etc. angeht. Hallo, Joanna. Und über die Facebook-Seite findest du auf die Texte auch sehr viel. Da mache ich jetzt gerade ein Buch, wo ich die ganzen wichtigen Sachen mal zusammenschreibe für die Eigenermächtigung. Weil für das habe ich mir jetzt nie Zeit genommen, weil ich mir immer nur für die anderen Zeit genommen habe. Jetzt sage ich, jetzt Schluss, jetzt ist Zeit, dass ich die Sachen rausbringe. Wir warten schon einige Jahre dran, die Leute. Und ja, ich freue mich einfach aufs Weitertun mit jedem, der bereit ist. Also ich denke mal, die Annika hat mir vorher schon WhatsApp geschrieben und hat gesagt, oh, wir gehen nach Berlin. Also wahrscheinlich sehen wir uns dann in Berlin. Mal schauen, wer sonst noch alles kommt. Ich fand es mega, mega super interessant. Wahrscheinlich wirst du noch viele Fragen kriegen von denen, die das nachher jetzt anschauen noch, die keine Zeit hatten, heute dabei zu sein. Und ich denke, du schaust immer mal wieder unter das Video, oder? Und kommentierst Ja. ein bisschen zurück, oder? Das wäre noch nett. Ja. Werd Ja. versuchen. Ich danke dir, dass du so Ich danke dir für spontan die Einladung. mega cool. Also ich denke, da kommt was ins Rollen und wir Spüre rollen ich, ab. ja. Ich fühle das schon im Ja. Feld. Super, super cool. Also, dann danke euch Ja. beim Zuschauen. Servus, Baba, heißt es doch auf Österreichisch, gell? Ja. Dann gehen liebe wir Grüße an ins Thomas. Kleinen. Was sagt, bist du Ah in ja, Nizza? genau. Ich bin jetzt in Nizza. Ja, sonst wäre ich bei euch jetzt im Zug. Aber irgendwie hat sich eine Terminkollision ergeben. Aber Perfekt. wer weiß schon? Ich sage immer, es ist, wie Ja, es ist. Berlin hat Wer doch weiß. sowieso 3 Tage intensiver, wird dann eh lustiger. Alles klar. War eh noch Kann nie in gut Berlin ausgehen. groß, wirklich. Ja. Also, danke euch fürs Zuschauen, danke dir und ich wünsche euch ein Freut ganz mich. tolles Schönen Wochenende. Abend euch Tschüss, tschüss. allen. Ciao. Ciao.